Der folgende Beitrag enthält Bilder, die einige Menschen verstören können. Zum Beispiel dieses hier. Tempolimit. Ja, das ist in Deutschland nur sehr, sehr schwer durchsetzbar. Sie haben absolut recht, die Aufgabe ist enorm. Ja, aber jetzt, wo wir die Ölimporte schnell reduzieren müssen, da erwarten viele, dass die Regierung eine klare Ansage macht. Ich bleibe da so höflich und allgemein, wie das überhaupt nur geht. Logisch, damit der Putin nicht weiß, welche Sanktionen noch so auf ihn warten. Aber zurück zum Tempolimit. Ja, ist ja gut. Also, wenn viele Menschen sagen, es wäre höchste Zeit für ein komplettes Embargo, dann... Dann gestatte ich das sehr gerne, weil das zur Demokratie und zur Meinungsfreiheit dazugehört. Danke dafür. Aber Herr Scholz, so ein Tempolimit, ja, das würde doch zumindest dazu führen, dass ich mich wundere, dass manche mit alten Forderungen, die keinen wirklichen Beitrag leisten, jetzt wieder die politische Debatte bereichern wollen. Naja, also mit einem Tempolimit könnten wir im Jahr bis zu 3,7 Milliarden Liter Sprit sparen. Das wäre doch eine Möglichkeit, effizient umzugehen, zum Beispiel mit Kraftstoff. Dieses Signal gibt es ja durch den gestiegenen Marktpreis. Aber wenn der Preis das Signal ist, ja, warum senken Sie dann die Energiesteuer? Alle in Europa machen es ja. Ich habe heute meinen französischen Amtskollegen zu Gast gehabt. Er macht's. Es macht das sozialdemokratische Schweden. Und was haben Schweden, Frankreich und eigentlich ganz Europa noch? Ein Tempolimit. Vielleicht kann der Verkehrsminister uns ja erklären, warum das bei uns nicht geht. So viele Schilder haben wir gar nicht auf Lager. Schildermangel ist also der Grund dafür, weiterhin Putins Öl zu kaufen. Na, schönen Dank. Aber bitte. Okay, also Ironie funktioniert nicht. Dann ganz direkt, wer seine Freiheit auch jetzt noch durch ein Tempolimit gefährdet sieht, hat nicht verstanden, was Freiheit bedeutet.